Hallo, ich bin der Franz, bin 23 Jahre alt, arbeite seit 2016 hier am Fraunhofer FEP. Hatte eine Ausbildung begonnen zum Physiklaboranten und hatte die 3,5 Jahre gemacht und arbeite seit 2020 am EMO. Also ich hatte hier am Fraunhofer meine Ausbildung begonnen, weil es ein relativ lustiger Zufall war. Denn meine Schule, an der ich sozusagen meinen Realschulabschluss gemacht hatte, hat eine E-Mail bekommen von Fraunhofer und hat gemeint, hier gibt es bei euch Leute, die Interesse haben, eine Ausbildung hier als Physiklaborant zu machen. Und da habe ich mich beworben. Eigentlich wollte ich mein Abitur sozusagen nachholen, aber dann hat es ergeben, dass ich hier angenommen wurde. Und dann habe ich das Abitur fallen gelassen und habe mich für die Ausbildung entschlossen. Ja, was ich sehr angenehm finde, ist sozusagen die Atmosphäre zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Es ist ein sehr angenehmes Arbeitsfeeling und ja, guter Austausch. Meine Tätigkeit am EMO sind sozusagen die Bedienung der Anlage, die ausführende Hand des Wissenschaftlers. Er hat gewisse Vorstellungen von dem, wie ein Versuch oder ein Aufbau vonstatten gehen soll. Und ja, ich bin für die Umsetzung zuständig. Ich bin sozusagen technischer Mitarbeiter, wenn man so will.